mach Schulermittler mit euch. Habt ihr Bock auf Schulermittler? Ein bisschen knossi-nackig sehen oder was? Habt ihr Bock auf Schulermittler? Jungs, da habe ich eine ganz geile Rolle. Natürlich bin ich auch wieder der absolute Vollchief. Ich kann es euch sagen, ich bin wieder der absolute Vollchief. Ab geht's. It's alright! Alright! Lehrerin Ulrike Schmandt macht sich Sorgen um eine Schülerin. Zu laut oder was? Ist das sonst so zuverlässige Mädchen nicht wiederzuerkennen. Die 16-Jährige lässt sich gehen und ihre Noten sacken ab. Die Lehrerin vermutet familiäre Probleme. Ja, die Lehrerin Frau Schmandt hat uns heute an die Schule gerufen. Ah, ja. Da sollen Mädchen häufig vernachlässigt werden und wir hoffen, dass wir ihr helfen können. Man merkt schon wieder, man hat es mit zwei Pingpongs zu tun. Das ist so in diesem Rechtsstaat. Da kommen dann auf einmal zwei, die meinen, sie müssen jetzt groß hier irgendwie den Leuten das Geschäft versauen. So ist es nämlich. Da haben wir wieder die zwei, so sehen die aus. Die Pingpongs sind immer ähnlich. Ein Mann dabei, meistens irgendwie so sportlich gekleidet. Und sie, auch die Sportskanone, die auch gerne mitläuft. Es ist in allen Sendungen das Gleiche. Bin da. Wer noch? Wer ist noch dabei heute Abend? Ich mache mir wirklich Sorgen um die Sina. Wer ist noch dabei? Ich kenne sie schon lange und seit ein paar Wochen ist das Mädel eine ganz andere geworden. Die war früher so fröhlich, die war überall dabei, ja, die hat Freunde gehabt. Also ich hoffe mal, dass da zu Hause nicht irgendwas ist, was ihr wirklich Schwierigkeiten macht. Und was soll denn sein? Das ist ein junges Mädel. Dass wieder gut wird. Die hat ihre Tage mal kurz. Die hat doch gerade ihre Periode das erste Mal gekriegt. Da hat die mal schlechte Laune bei den Mädels. Mit der? Unglaublich. Mädels, was ist das? Sina. Diese Ermittler auf den Schulhöfen. Ich bin Sophie, ich bin Schulsozialarbeiterin. Hallo. Schön für Sie, was wollen Sie? Ja, schön für mich, das stimmt, aber eigentlich auch schön für dich, weil ich bin eigentlich deinetwegen hier. Warum? Ja, deine Lehrerin hat uns informiert, dass es dir letzte Zeit nicht so gut gehen soll. Mir geht's super. Ja? Ja. Warum kommst du dann so oft zu spät zur Schule? Ich hatte mit Sina nichts. Halt. Mein Wecker ist kaputt. Ich habe bei der zwangsläufig mit jeder was. Wecker? Habe ich kein Geld für. Okay, und wenn deine Mama dich wecken würde? Ja, die hat... Dort war es einer aus der Produktion. Nina. Ach, ist leider was Besseres zu tun, als sich morgens um mich zu kümmern. Da braucht sie morgens ihren Schönheitsschlaf. Okay, also ich habe einen bunten Punkt getroffen bei dir. Echt? Willst du mir da irgendwie was drüber erzählen? Nee, wirklich nicht. Da gibt's nichts drüber zu reden. Ja gut, aber ich meine, du sagst, deine Mutter hat was Besseres zu tun, als sich um dich zu kümmern. Da ist natürlich klar, dass ich nachfrage, verstehst du? Ja. Ich muss aber jetzt rein. Ich weiß überhaupt nicht, was sie von mir wollen. Ich muss noch mal... Komisch, dich im Hartz-IV-Fernsehen. Mustafa, weißt du, wie alt das ist? Ich glaube, man sieht's auch. Das ist so. Es kommt einem vor von der Qualität des Fernsehens. Es war, ich weiß nicht, ob Schulermittler schon Full HD war. Weiß ich gar nicht, ob das gerade die Umstellung war. Das ist schon so alt, dass ich mich nur noch daran erinnere, als wir in dieser Wohnung gedreht haben. Ich könnte nicht mehr sagen, es war in Köln und Umgebung auf jeden Fall, als wir die Schule etc. Es war alles Köln und die Wohnungen wurden alles in Köln und Umgebung angemietet. Aber ich könnte euch die echten Namen der Leute nicht mehr sagen. Ich habe die alle nie wieder gesehen. Okay, tschüss. Währenddessen erfährt Sören von Sinas Freundinnen Lara und Betty mehr über die Hintergründe für die plötzliche Wandlung des Mädchens. Die tickt einfach gar nicht mehr richtig und früher war die ganz anders. Da ist sie vernünftig rumgelaufen und nicht mit irgendwelchen Löchern in der Hose und dreckigen Anziehsachen und jetzt... Also, was ist da passiert? Habt ihr da eine Ahnung? So als Freundin? Wir wissen es auch nicht. Sie verschließt sich in letzter Zeit total, aber irgendwie ihre Mutter hat einen neuen Freund und seitdem hat sich ein bisschen verändert, aber... Ach. Wir kommen auch nicht mehr wirklich an sie ran. Und das war früher definitiv anders? Ja, ja. Sicher. Früher ist sie laut wie wir und jetzt... Sie ist mit uns shoppen gegangen, die hat sich vernünftig gekleidet und jetzt gar nichts mehr. Sie hat anscheinend kein Geld mehr dafür. Aber die macht doch voll zu, wenn man mit ihr reden will. Dann kommt die an, dann will man was fragen und dann, boah, haut ab oder keine Ahnung. Auch wenn das jetzt im Moment vielleicht eine schwierige Phase ist und ihr denkt so, das passt nicht mehr zu uns, so wie sie ist, ne? Haltet an eure Freundin fest, weil sieht so aus, als wenn sie Probleme hätte, ne? Die Schulermittlerin natürlich war die mega hot, aber die kam für mich, das war außerhalb meines Levels. So, du kennst das, du siehst eine Frau und denkst, du denkst nicht in erster Linie, sondern du denkst, okay, ist nicht mein Level und guckst weiter. Die hat Abitur, was soll ich dir erzählen? Die will mit mir reden über Satz des Pythagoras, Trigonometrie. Was soll ich dir erzählen? Ich bin Knossi mit 19, 20. Ja, also die Lehrerin Frau Schmandt benachrichtigt, dass sie dann wohl in letzter Zeit immer häufiger zu spät zur Schule kommt. Die Leistung wurde auch ein bisschen nachlassen. Nicht mehr so glücklich aussieht. Ja, das kann schon sein. Also, ich meine, dass sie später zur Schule kommt, sie ist ja alt genug, sich den Wecker zu stellen.
Ihre Tochter unterliegt ja der Schulpflicht und Sie sind verantwortlich auch mit dafür, dass Sie... Irgendwann will so eine Mutter, ich sag's euch, wie es ist, auch mal einen zweiten Frühling erleben. Will man noch mal auf Händen getragen werden. Und da bin ich doch einer, der auch mal Ja sagt. So eine Mutter will doch mal einen zweiten, wirklich einen zweiten, auch mal, dass da auch mal frischer Wind auch mal zwischen die Beine auch noch mal fährt. Mal ein bisschen auch wirklich noch mal die Lappen noch mal schön durch den Schlitz gezogen bekommen. Ist noch mal normal. Ich zur Schule. Ich werde mich darum kümmern, war's das? Ein Wahnsinn, dass man auch die Ermittler immer alle gleich zu sich reinlassen muss. Wenig später wird der Fall noch rätselhafter, denn statt in die Schule zu gehen, beobachtet Sina offenbar jemanden heimlich. Wen denn? Ach, da ist doch Frau Schulschwänzerin. Können wir gleich mal ansprechen, was los ist, ne? Ja, warte mal, die steht doch nicht umsonst da. Ich meine, sie scheint den Hauseingang zu beobachten. Und das? Ach, das ist eine Stalkerin. Was ist denn das für ein Typ? Was ist denn das? Oh mein Gott. Der sieht ja geleckt aus, du. Was macht sie jetzt? Eine Verfolgungsjagd auf dem Fahrrad? Schön im Volvo. Würde ich sagen, ne? Ja, na klar. Gut aus, ja. Schon süß, das ne? Das ist aber auch eine super Idee. Ja. Sah gut aus. Im Volvo, im dicken. Was will die denn von dem? Also die muss ganz schön in die Pedale treten. Bombe! Eierlecker, Bombe! Wir gucken dir alte Shows von mir an. Du bist zu spät, du hast schon geile Shows verpasst, wo ich früher so mitgespielt habe. Alter, simple grüß dich, Schäffler. Ja, vielen Dank, Bruder. Schau. Oh, der sieht aber gut aus. Was macht sie denn da jetzt bitte? Guck mal, der sieht aber gut aus. Wie filmt das? Guck mal. Oha. Oh ja. Oh ja. Back in business, baby. Sag mal, lass doch den Jungen. Warum müsst ihr dem alle hinterherfahren? Lass doch mal den Jungen da in das Haus gehen. Was ist denn das Problem hier? Wir fragen uns, was du hier machst. Ja. Du schwänzt doch die Schule, oder nicht? Ja, das war hier aber gerade wichtiger. Was war denn das da für eine Aktion? Das war der neue Freund von meiner Mutter. Und deswegen bist du jetzt auch heute nicht in der Schule. Ja. Vorschlag da vorne ist ein Café, lass uns da hingehen. Und du erzählst uns mal die ganze Geschichte. Hm? Ich weiß halt nicht, wie ich ihr helfen kann. Weil ich hab wirklich alles versucht. Ich habe versucht, sie zur Vernunft zu bringen. Und es hat nichts gebracht. Sie hört einfach nicht auf mich. Sie ist so verblendet. Und das macht dich noch verzweifelter, ne? Ja, auf jeden Fall. Weil ich sehe sie da einfach in einen Abgrund stürzen. Und naja, du mit, ne? Du wohnst da ja. Ich habe seit 3 Monaten kein Taschengeld mehr bekommen. Ich kann es mir einfach nicht leisten, shoppen zu gehen. Und ja, ich weiß, ich denke, dass Patrick sie total ausnimmt, weil er fragt sie die ganze Zeit nach Kleingeld und Geld für eine Pizza und fürs Tanken und alles drum und dran. Und auch mal eine kleine Donation für eine Pizza. Jetzt lass doch mal, dieser Patrick wird aber auch rund gemacht in der Show. Der kommt ja gar nicht zu Wort. Ich sehe ihn das Geld aber nie zurückzahlen. Ah, was? Sina hat es endlich Vertrauen zu den Sozialarbeitern gefasst. Sören bittet Kommissarin Kaspari, sofort Simones Liebhaber Patrick Sassen zu überprüfen. Schon wenig später hat Susanne erschreckende Neuigkeiten. Ah ja. Patrick Sassen, der hat Dreck am Stecken. Mhm. Der selber ist 32 Jahre alt, macht sich an Frauen ran, die deutlich älter sind, zwischen 40 und 50, erleichtert dann... Das ist doch Geschmackssache! Wo die Liebe hinfällt! Das Portemonnaie der Frauen und das ist ein Heiratsschwindler. Und aber ich weiß noch nicht mal, ob es wirklich Patrick Sassen ist oder wie auch immer. Wie auch immer der heißt, warum sitzt er denn nicht schon im Knast? Ja, das hast du gerade selber schon beantwortet. Wir wissen tatsächlich nicht, wie er heißt. Er hat zig Alias-Namen. Der heißt einmal Gerd Nagel, Kurt Vögler. Nee. Ja, was weiß ich, keine Ahnung. Nagel und Vögler. Ja, richtig. Mhm. Und das ist eben der Grund. Und dann ist das aber das ist doch, da ist doch nichts gegen eins. Das sind doch Spitznamen. Nagel, Vögler, das kriegst du doch von den Frauen. Kriegst du das doch mal so einen Spitznamen? Was ist denn? Ihr kotzt mich an mit euren verdammten Dings da. Der Mann ist charmant, macht Komplimente. Die Frau, die schwebt im 7. Himmel. Dann geht's langsam los. Man fragt nach kleinen Geldbeträgen. Die steigern sich langsam. Ja, und wenn das Portemonnaie und auch das Konto der Frau leer ist, ist der Mann weg. Die Schulermittler hoffen über Mutter Simone, dem Jungs, das nennt sich nicht Heiratsschwindler. Hat die das nicht ver... Das ist ein Gigolo, den sie da beschrieben hat. Wieso muss man... Das liegt so beieinander. Ein Gigolo, der Frauen für Geld beglückt. Ein Heiratsschwindler, das liegt ganz nah beieinander. Aber da müssen Unterschiede gemacht werden in 2019. Unterschiede! Heiratsschwindler das Handwerk zu legen. Hallo. Hallo, Sina. Guten Tag. Habt ihr uns rausgefunden? Können wir vielleicht kurz reinkommen? Ja, Patrick ist bei meiner Mutter im Schlafzimmer.
Das ist super. Das sparen wir uns nicht einen Weg. Patrick ist da! Endlich! Wir waren's. Hallo, Frau Kirchner. Frau Kirchner, Arbeit! Das ist mein Name von der Polizei. Was? Arbeit! Wir suchen einen Herrn Sassen. Der ist Ihnen bekannt, ne? Sören. Ach, Herr Sassen, hallo. Nee, Sie bleiben hier. Fünfter Stock! Finger davon, Mann. Nimm deine Finger von mir. Wenn du still hältst, kann ich das nicht. Fass mich nicht an mit deinen fettigen Pfoten, Mann. Wo ist denn los hier überhaupt, Mann? Was ist los hier, Mann? Was ist los hier? Danke. Bis gleich, ne? Was ist denn los? So, nimm deine Finger von mir. Zum zehnten Mal jetzt. Lass mich los, Mann. Finger sind weg, jetzt kannst du runterkommen. Herr Sassen? Kaspari ist mein Name von der Polizei. Was heißt denn Herr Sassen? Ja, was heißt ihr, Herr Sassen? Was soll ich sagen? Vögeler oder was soll ich sagen? Wie heißen Sie? Die geht um eine Verwechslung. Was Superman oder was? Was Superman? Was wollt ihr überhaupt von mir hier? Die Show mit dem Superman ist jetzt erstmal zu Ende. Sie fahren mit zur Dienststelle, wir klären, wer Sie sind, was Sie hier machen. Ist nicht ein Haftbefehl vor. Das ist mir. Hören Sie jetzt mal kurz. Ich fahr gar nirgends hin! Ganz einfach! Immer diese Piloten, die da reinkommen und mit dem Co-Pilot dabei. Sie machen genau das, was ich sage. Ich bin von der Polizei. Klären wir auf, kein Problem. Ziehen Sie diese Hose aus, an, was drüber, wie auch immer. Komm. Ich hab schon mal gesagt, fassen Sie mich nicht an, ja? Raus! Fass mich nicht an! Zieh dir was an, raus hier, los! Verdammt nochmal, Mann! Was ist denn hier los, Mann? Was wollen Sie denn von mir? Das klären wir! Nicht einen Haftbefehl vor, Sie sind ein Betrüger! Patrick, was will die Polizei von dir? Ach. Nimm deine Klamotten, du Arsch, und lass dich nie wieder mitgehen. Ach, Schätzchen, jetzt reg dich mal. Auf Bildern, auf denen wir zusammen drauf waren, sahen immer scheiße aus. So. Oh, jetzt kommen die Bullen auf. Ja, die kommen. Nimm sie mal mit, der hat einen Haftbefehl raus hier. Für die Dummheit der Frauen bestraft. So ist nämlich! Ich verstehe das alles nicht. Der arme Junge! Der arme Kerl! Ich verstehe das nicht, was ist hier los? Okay, seien Sie froh, dass Sie den los sind. Aber was? Also es sieht tatsächlich so aus, als ob der Patrick Sassen oder wie er auch immer heißt, wir wissen es nicht wirklich, ein Heiratsschwindler ist. Sie sind tatsächlich ein Heiratsschwindler. Ja, aufgesessen. Kann doch nicht sein. Nein! Ich kann nicht glauben. Ich habe gesagt, dass mit dem was nicht stimmt. Gigolo! Das glaube ich nicht. Das ist leider so. Haben Sie dem Geld gegeben? Ich habe ihm Geld geliehen. 20 Euro. Wir wollten heiraten. Und 20 Euro, sag's! Ich gegeben, Mama. Nimm sie doch die 20 Euro. Was? 10.000 Euro. Was für 10.000? Wo? Wo denn? Mein Sparbuch von Papa von meiner Oma. Was ihr Sparbuch? Fass mal wo? Rote Brille der Verliebtheit zerbrochen. Wo 10.000? Wo? Wo 10.000? Wo sind hier 10.000? Wo sind hier 10.000? Wo? Bücher! Ich war so dumm, dass ich auf diesen Typen reingefallen bin. Das Geld ist gar nicht das Wichtigste. Aber dass ich meine Tochter so verletzt habe. Das werde ich mir nie verzeihen. Er wollte das Geld so schnell wie möglich zurückzahlen. Oh, das kannst du doch nicht machen. Aber ich dachte doch, seine Mutter ist krank und da musste ich doch helfen. Ich wusste das doch nicht. Und zu der Zeit ging es meiner Mutter wirklich schlecht. Die Erkältung, die war mies. Die hatte eine Erkältung, die hat gerotzt. Ich wollte doch nur helfen. Und ich habe ihm vertraut. Ich habe geglaubt, er gibt das alles wieder zurück. Jetzt ist das Geheule. Mir kommt auch noch Tränen. Mir kommt voll mit. So noch letztlich haben. Und dass ich so dumm war. Ich will das alles wieder in Ordnung bringen. Viele Wochen des Mutter-Tochter-Streits finden ein versöhnliches Ende. Ich bin total erleichtert, dass die Polizei Patrick jetzt festgenommen hat. Ich wusste es schon immer, dass dieses Arschloch irgendwas am Stecken hat. Und ich bin einfach froh, dass meine Mutter... Die Tochter hat mir alles versaut, die ganze Tour. Und ich glaube, jetzt wird es auf jeden Fall wieder besser. Die lebt doch! Alles wird wieder gut. Ja, ich mache alles. Kann man so lügen? Das verspreche ich. Ah ja, dann bleibt da, wo ihr seid. Wir sollen lügen hier. Wurde ich nicht noch verurteilt zu irgendwas? Patrick Sassen wurde wegen Betruges in 4 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 8 Monaten verurteilt. Das Verhältnis zwischen Simone Kirchner und Sina hat sich wieder verbessert. Simone hat sich bei einer Singlebörse im Internet angemeldet. Ich habe aber auch die besten Rollen gehabt! Sag doch mal Real Talk, ich hatte doch die besten Rollen. Ihr könnt mir nur erzählen, was ihr wollt. Der Verliebtheit von mir. Das klären wir! Nicht ein Haftbefehl aus, an, was drüber, wie auch immer. Komm her, komm. Aber das Outfit war doch ich hab schon mal gesagt, fassen Sie mich nicht an, ja? Was kommt doch nicht an? Das war doch wieder brillant, der Junge. Lamartina-Hemd! Das war damals... Wisst ihr, dass ich von einer Gage, dass ich mir gespart habe, so ein verdammtes Lamartina-Hemd zu kaufen? Wisst ihr, dass die arschteuer waren? Kennt jemand noch die Zeit mit Lamartina? Wisst ihr, dass das arschteuer war?